Kibera, der größte Slum in Nairobi. Wald, Dschungel heißt Kibera übersetzt und das trifft es ganz gut. Mehr als eine halbe Million Menschen drängen sich hier, ein hartes und gefährliches Leben. Krankheit, Armut, Mord sind an der Tagesordnung. Boy Dallas ist hier aufgewachsen. Ein Menschenleben zählt nicht viel in Kibera. Wir werden geboren, wir überleben und wir sterben. Wir kommen aus den Slums. Wer kümmert sich um uns? 99.9 FM, die Stimme Kiberas. Hier ist Pamoja FM, Boy Dallas am Mikrofon. Boy Dallas ist eine Berühmtheit hier. Seine Stimme zählt. Das Elend in Kibera ist international bekannt, berühmt könnte man fast sagen. Viele wollen helfen. Hilfsorganisationen kommen aus der ganzen Welt, um das Leben der Menschen zu verbessern. Die Spendengelder fließen. Irgendwann fiel Boy Dallas auf, dass sich trotzdem nichts verbesserte, und er fragte sich, warum. Er begann zu recherchieren. Hallo. Warum ist das noch nicht fertig? So sieht es schon seit einem Jahr aus. Ein Jahr. Und es gibt hier keine Toiletten. Wir haben darauf gewartet, aber es ging einfach nicht voran. Das Projekt lief an, aber vielleicht hat jemand das Geld unterschlagen. Wie man sieht, wurde es von der Europäischen Union finanziert. Keiner weiß, was passiert ist. Die Geldgeber sind nirgendwo zu sehen. Die UNO hat hier ganze Häuserblocks gebaut. Aber auch diese Hilfe kommt nicht an bei den Slum-Bewohnern, recherchiert Boy Dallas. Wir dachten, dass sie für uns gebaut wurden. Wir wurden nach unserer Meinung gefragt. Dann hörten wir, dass die Vermieter Fremde sind. Sie kommen von irgendwoher. Ich glaube, dass mit dem Wohnungsbau Korruption betrieben wird. Ein ernüchternder Einblick in die Realität von Kibera. Boy Dallas greift seine Recherchen in seiner Radioshow auf. Liebe Zuhörer, wir sind es gewohnt, Angst zu haben und zu schweigen. Jetzt müssen wir die Initiative übernehmen und nicht darauf warten, dass jemand anderes das für uns macht. Dieser Wandel beginnt mit euch und mir. Das jedenfalls hofft Boy Dallas, die Stimme Kiberas.